Also Musi wird uns jetzt was erzählen über Carambola, was irgend so ein Open-Source-Hardware-Ding ist. Genau. Los geht's. Ja genau, also ich werde euch jetzt heute was erzählen über ein tolles Open-Source-Board, was wirklich von den Entwicklern quasi gelebte Open-Hardware ist. Das ist dieses nette kleine Board hier, allerdings ohne diesen USB-to-Serial-Adapter. Und ich will euch gleich vorstellen, was dieses Board so tolles kann, warum man es vielleicht mal angucken sollte, warum man damit spielen will und auch warum es ein unterstützenswertes Projekt ist und wo man mitmachen sollte und was die Vorteile zu anderen Hardware-Projekten sind, die man vielleicht so im Kopf hat. Das Board an sich, was ich gerade in der Hand halte, ist schon ziemlich groß und ziemlich groß resultiert daher, dass es das Entwicklungs-Breakout-Board ist. Das heißt, wenn ihr so ein Board kauft, solltet ihr im Idealfall auch noch das Breakout-Board kaufen, weil ihr dann direkt loslegen könnt, Dinge zu entwickeln und dann müsst ihr nicht erst eure eigene Platine basteln oder eine eigene Platine entwickeln, sondern könnt direkt loslegen und starten mit einer relativ guten und soliden Basis. Was ist also auf dem kleinen Board, was ihr hier in der Mitte seht, so drauf? Wir haben ja eine Raleigh-CPU mit 300 MHz. Das ist erstmal nicht so viel, aber damit kann man schon relativ viele Dinge machen. Und wir haben hier drauf 8 MB Flash. Generell denkt euch, wir sind eher im Bereich Router-Hardware, also Embedded-Hardware. Und da sind 8 MB Flash schon ziemlich viel und man kriegt auch relativ viel auf 8 MB, wenn man die ganze Doku und sowas mal weglässt. Zudem haben wir 32 MB RAM auf diesem kleinen Board. Das heißt, auch größere Applikationen laufen hierauf problemlos. 32 MB, es klingt ein bisschen komisch, wenn man jetzt dran denkt, dass unsere Laptops 4 GB, 8 GB, 16 GB RAM haben, aber 32 MB sind schon für einen Router relativ viel, zumindest in dem Preissektor. Wir haben auf diesem kleinen Board, was ihr hier seht, schon WLAN eingebaut. Das ist eine ganz coole Sache, das heißt, wir haben auf einem Board, was gerade mal 35 x 40 mm groß ist, schon direkt das WLAN innen drin. Das ist, finde ich, ziemlich beeindruckend, dass man nicht extra so einen WLAN-Dongle oder sowas braucht, sondern direkt der Chipsatz irgendwie WLAN unterstützt und das auch relativ schnell. Ich meine, die aktuelle Geschwindigkeit, oder der Standard, nachdem es ist, ist BG und N kann er. Und das, was auch cool ist, ist es bei 150 Mbit spezifiziert. Also schon relativ schnelles WLAN, dafür, dass es so klein ist und so wenig Stromverbrauch. Zum Stromverbrauch komme ich allerdings gleich noch. Was kann das Ding noch so alles Tolles? Ihr seht auf dem Breakout-Board schon einige Anschlüsse, die das Ding über kleine Pins rausführt. Unter anderem sind das zweimal direkt Ethernet, einmal USB und generell so General Purpose Input Output und einen seriellen Port. Weitere Merkmale, das ganze kleine Board, hier jetzt nochmal hinter mir in gelb dargestellt, deswegen auch Carambola. Carambola ist die Sternfrucht auf Englisch. Und das ganze Board läuft mit 3,3 Volt Spannung, also auch einer sehr geringen Spannung, die man relativ leicht herstellen kann. Es hat einen Strombedarf von maximal 1,5 Watt unter Volllast. Das ist eine Angabe, die die Entwickler des Boards gemacht haben, der ich auch soweit vertrauen kann. Es sind die Schaltpläne verfügbar. Das heißt, diese ganze Hardware ist Open Source Hardware. Der Hersteller davon und die Leute, die es entwickelt haben, machen alles Open Source. Das heißt, sowohl Schaltpläne, große Listen, welche Materialien benutzt worden sind und auch solche Dinge wie Platinenlayouts sind frei online verfügbar. Das heißt, jeder kann seine eigene Version davon bauen und sich selber darüber auslassen und tolle Dinge machen damit und die Sachen in seinem eigenen Projekt verbauen. Zusätzlich zum Platinenlayout gibt es noch weitere Layouts, die so tolle Funktionen bieten wie: Ich möchte jetzt noch gerne einen weiteren USB-Port haben, brauche allerdings nur einen Ethernet-Port, okay, gut, ich baue jetzt noch einen Chip auf diese tolle Platine und dann kann es einen USB-Hub noch hinzufügen oder sowas. Das ist relativ praktisch. Und mich haben schon einige Leute gefragt, was läuft denn überhaupt da drauf? Weil es ist bei Embedded Systems immer so ein bisschen die Frage, was da drauf läuft. Und hier auf dem Ding läuft nativ OpenWRT. Das ist ganz praktisch, weil es gibt viele vorkonfigurierte Pakete. Man braucht nicht unbedingt was selber kompilieren, kann es aber, wenn man möchte. Man hat die Funktionen, die man von seinem Heimrouter kennt. Man weiß, wie man es ungefähr konfiguriert. Man kann es per Konsole konfigurieren. Man kann es per Webinterface konfigurieren. Und generell ist da die Möglichkeit, eigene Dinge zu tun, ganz offen und frei. Das heißt, wenn ihr irgendwie ein Projekt habt, wo ihr sagt, hey, wir brauchen vielleicht ein bisschen mehr Power als ein Mikrocontroller und vielleicht ist noch LAN dabei und ein ordentliches Betriebssystem, was wir schon nutzen können, dann ist so ein Board, finde ich, perfekt. Und deswegen habe ich mir auch sowas organisiert gehabt. Was zu OpenWRT noch zu sagen ist, es wird mit einem vorgeflashten OpenWRT geliefert
und ein OpenWRT selber zu flashen, ist total einfach. Ihr braucht nur einen USB zu Seriell-Konverter, gibt es für 2-3 Euro auf eBay oder in meiner Kiste hier im Raumzeitlabor. Und dann geht der Rest quasi von selbst, weil dieses Board hat eine super tolle Doku. Genau, zum Breakout-Board. Ich habe gerade gesagt, es ist super praktisch, wenn man es entwickeln möchte, weil man nicht erst eine eigene Platine entwickeln muss, man muss keine eigene Platine ätzen oder fertigen lassen und man muss sie auch nicht selber bestücken, sondern hat direkt ein Board und kann direkt loslegen, ja, wenn man denn den passenden Stromadapter hat. Der lag leider nicht bei, aber den kann man bereichelt oder sowas relativ einfach nachbestellen und der kommt auch innerhalb von ein paar Tagen. Ist ein bisschen blöd, wenn man so viel Vorfreude hat wie ich, aber da muss man sich halt ein bisschen gedulden und liest dann noch ein bisschen mehr Doku, das ist auch nicht schlecht. Was hat das alles drauf? Es hat Spannungsregler drauf, die von 12 Volt die passenden 5 Volt für den USB-Anschluss abzwacken und die 3,3 Volt fürs Board an sich. Dann hat es zweimal LAN direkt drauf, das sind die beiden Ports hier, die ihr sicherlich alle kennt. Und wir haben einen großen seriellen Port drauf, über den dann auch direkt die Ausgabe des Bootloaders und sowas drüber fällt, wo man dann direkt gucken kann, was geht in diesem Board überhaupt ab. Zusätzlich gibt es noch ein paar tolle vergoldete Pins oder verkupferte Pins, wo man direkt seine eigenen Dinge dran anschließen kann, ohne dass man jetzt irgendwie sagen muss, okay, ich löte hier jetzt nochmal irgendwie ganz kompliziert ein Kabel an oder sowas. Einfach dran mit dem Kabel, ein bisschen Lötzinn drauf und es hält dann prima. Die Macher und Kosten. Die Macher des Boards, das ist das sogenannte adevices.com. Die Jungs sitzen in Litauen, sind super nett und freundlich. Das Board und das Breakout-Board zusammen kostet mit Steuern und Versand und sowas ungefähr 60 Euro. Das ist also noch im Rahmen und in Ordnung. Das Board an sich ist nachher günstiger, das heißt, später, wenn man sowas produktiv nutzt, braucht man auch nur ein Breakout-Board, den Rest hat man eh sowieso im eigenen Board. Hinter mir seht ihr auch noch auf einem Bild eins dieser vielen Beispielprojekte, die es gibt. Zum Beispiel gibt es Leute, die haben mal eben schnell einen Roboter gebaut, beziehungsweise in dem Fall ein ferngesteuertes Auto mit Webcam drauf, mit irgendwie Android-App und Motortreiber und sowas. Total cool, weil die Community ist sehr aktiv und entwickelt sich auch rasant weiter. Die Vorteile davon, warum ich euch das überhaupt erzähle und überhaupt sage, wie toll das ist, weil es mich begeistert hat, dass es überhaupt so tolle Open-Source-Hardware gibt und so tolle Plattformen, die sich auch noch so gut halten. Die Community ist sehr aktiv und toll, weil sie bei Fragen kommen sowohl Entwickler als auch Nutzer zusammen und beantworten Fragen in der Regel innerhalb von 1-2 Tagen spätestens, eher ein paar Stunden. Es gibt sehr engagierte Entwickler. Ich habe zum Beispiel gefragt, ich bräuchte nochmal USB dazu. Einmal USB reicht mir nicht, ich brauche es zweimal. Was kann ich denn tun? Da kamen so Antworten von Leuten, angefangen von, nutzt doch einen USB-Hub. Ich so, ja, ich wollte es gerne so kompakt haben wie möglich. Und dann, 2 Stunden später, hat ein Entwickler mir eine neue Platine gepostet mit Schaltplan und welche Materialien ich brauche und wie ich die Platine ätzen kann und sowas. Und ich dachte schon so, oh, okay, cool. Das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet, dass es so schnell so tolles Feedback kommt. Zudem ist die Plattform, finde ich, sehr spannend. Das heißt, es ist nicht ein normales Linux, es ist OpenWRT. Man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, dass einige Dinge anders laufen als zum Beispiel mit Standard Debian. Aber es ist spannend. Man hat die Herausforderung, auch mal neue Sachen zu entdecken, kennenzulernen und die Vorzüge und natürlich auch ein paar Nachteile zu sehen, die so ein System mit sich bietet. Und was ich auch toll finde, ist die gute Dokumentation. Die Dokumentation von diesem Projekt ist ja an einigen Stellen wie jedes Dokumentation ausbaufähig, aber die Leute, die es maintain, sind immer auf Zack und versuchen dann möglichst gut verständliche, einfache Doku zu bieten, mit Projekten, die schon damit realisiert worden sind und auch irgendwie, ja, Wikis, Foren und man trifft immer Leute, die einem weiterhelfen können und auch Beispiele bieten, wie man was machen kann. Meistens hilft eine einfache Suche und man hat alles, was man braucht, schon quasi vorgefertigt, man muss es nur noch copy-pasten, vielleicht noch verstehen und dann funktioniert es einfach. Was auch toll ist, ist, dass es so viele Möglichkeiten bietet. Angefangen davon, dass irgendwelche Leute es in ihren eigenen Projekten einsetzen, um Garagentore irgendwie zu steuern, oder um halt so komische Roboter zu bewegen, um Wetterstationen auszulesen, um, ja, also die Möglichkeiten da sind, ja, riesig. Und ich persönlich werde es nutzen, ein so ein Ding hinter jeden Drucker, den ich habe, zu klemmen und damit meinen Drucker netzwerkfähig zu machen. Und dadurch, dass es das WLAN hat und LAN hat, kann ich es beliebig irgendwie ins Netz bringen, sei es dann irgendwie über WLAN direkt am Access Point oder irgendwie per LAN an meine vorhandene LAN-Infrastruktur. Oder, wenn ich ganz lustig bin, auch per UMTS, weil UMTS geht ja natürlich auch mit einem passenden USB-Gerät.
Soweit war es von mir. Ich möchte wie immer mit so einem lustigen Zitat enden. Niemand weiß, was er kann, bevor er es versucht. Und wenn ihr es mal, dieses Board versuchen wollt, sprecht mich an. Ihr könnt gerne damit rumspielen. Und ich bin dann offen noch für Fragen. Genau, ich hatte gesagt, was es kostet. Das Board liegt bei 60 Euro mit Versand, mit den Steuern aus Litauen und mit dem Breakout-Board. Das Board an sich kostet, glaube ich, gerade 22 Euro plus Steuern plus Versand. Und das Breakout-Board ist halt ganz nützlich, wenn man am Anfang damit rumspielen möchte, weil man halt irgendwie eine Plattform haben möchte, um direkt einfach ranstecken und fertig. Also, wenn man davon ausgehen würde, dass der Raspberry Pi verfügbar wäre, was wäre jetzt der große Vorteil? Weil ich meine, okay, er hat plus WLAN, aber er hat wesentlich weniger Speicher. Ja, es ist kleiner und eine ganz andere Zielplattform. Beim Raspberry Pi, was ich vermisse, ist zum Beispiel, ich habe dort keinen zweiten LAN-Port. Ich habe zwar mehr Speicher, ich habe mehr Kapazität, aber ich habe auch eine größere Größe. Ich habe einen anderen Formfaktor. Ich habe keine Plattform, die ich nutzen kann in Embedded Projects. Zumindest nicht so in diesem Formfaktor, den ich hier habe. Zum Beispiel mein Fall ist, ich habe für den Pizza-Proxy die Notwendigkeit, dass ich einen Drucker hinstelle, der gleichzeitig so als Router agieren kann, damit ich einfach sage, okay, was ist, wenn sie nur einen LAN-Port haben? Ich will nicht, dass sie dann keine Infrastruktur mehr haben, sondern will einen LAN-Port nutzen als Uplink und den anderen können sie weiterhin nutzen, dass sich das Gerät quasi dazwischen klemmt. Und generell ist es halt nett, weil dieses kleine Board relativ wenig Stromverbrauch hat und zusätzlich noch halt WLAN integriert. Das sind so Pluskriterien, die halt das Ding anders machen. Ich glaube auch nicht, dass Raspberry Pi und so ein Carambola-Board überhaupt vergleichbar sind, weil sie zwei verschiedene Ansätze verfolgen. Ja gut, das ist auch vergleichbar, je nachdem, was für Projekte du hast. Genau. Also für mich wäre halt zum Beispiel der Raspberry Pi jetzt erstmal die erste Wahl, weil dann einfach voll für Dehnungsraum läuft. Genau. Und ich mich auch jetzt, ich bin ja gerade Brustpanel-Hacken, da will ich dann nicht unbedingt anfangen mit C, sondern ich will da direkt den Python und abdaten. Python funktioniert ja auch prima drauf. Das braucht auch, glaube ich, nur 500 Kilobyte, das kleine Python. Ist ziemlich praktisch, aber man muss halt gucken, für jeden Einsatzbereich gibt es andere Voraussetzungen. Ich weiß nicht, wie es beim Raspberry Pi läuft mit zum Beispiel Temperaturbereich. Dieses Board hat, glaube ich, vom Hersteller aus, ich glaube, es waren bei minus 30 Grad, sagen sie, funktioniert es noch, zumindest vom Chipsatz her. Und es geht irgendwie hoch bis 70 Grad und ich glaube kaum, dass irgendwie Consumer-Hardware es unbedingt kann. Außerdem ist die Frage, was benötigt man von einem Ding? Ich zum Beispiel finde beim Raspberry Pi die Verfügbarkeit aktuell ein bisschen kritisch. Ich habe noch keins leider und habe auch schon ein paar bestellt und hoffe, dass sie bald irgendwann mal ankommen. Trotzdem ist halt ja die Benutzung von den einzelnen Dingen halt, glaube ich, durchaus eine verschiedene, also eine unterschiedliche Benutzung. Zum Beispiel im Raspberry Pi hat es Media-Zeugs. Das hat das hier gar nicht. Das kann man auch erst gar nicht versuchen, weil man nicht die passenden Erweiterungen hat. Da hat halt jedes Projekt seine eigene Zielgruppe. Noch Fragen? Möchte jemand damit rumspielen? Was ist dein nächstes Projekt damit? Mein nächstes Projekt damit ist der Pizza-Proxy, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich möchte Label in Pizzerien und sonstigen Fastfood-Restaurants live ausdrucken und ich weiß nicht, was für Infrastruktur ich habe dort vor Ort. Das heißt, ich will sowohl WLAN haben, als auch LAN haben, als auch UMTS haben, eine Lösung implementieren, die halt immer durchcycelt und guckt, hey, was kann ich damit tun, wie kann ich mich gerade verbinden, wie kann ich Außenweltkontakt aufnehmen. Und dafür ist dieses Board halt ideal. Es hat WLAN an Bord, es hat LAN an Bord, es hat USB, das heißt, damit kann ich auch ein GSM-Modem noch ansteuern. Und es ist halt klein und es verbraucht kaum Strom. Das heißt, ich kann von Labeldruckern ein bisschen was abzwacken, dass das Ding trotzdem läuft. Sonst noch Fragen, Anmerkungen? Ansonsten spreche mich einfach an. Ich bin da und beantworte gerne jede Frage. Gut.